Lamm, Lamm. Ja, und damit Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von The Battle Cats River of Tears. Geht's weiter, 90 Energy kostet die Chose nur. Und wir werden weiter mit Part 55 machen, Kommentare vorlesen. Hip-Hop-Cat hat noch nie einen Angriff gehabt, hat einen AOE-Angriff. Also wahrscheinlich ist Hip-Hop-Cat das hier und das sind die Drama-Cats wahrscheinlich, ne? Die Namen sind mir... Jacke wie Hose, Hauptsache sind stark. Trotzdem ist die Mana-Up-OP, Mana-Up-Fähigkeit richtig gut, da die Hip-Hop-Cat in der True, in der dritten Form verdammt viele Gegner auf einem Angriff besiegen können. Und alle Gegner, die zu schwach sind, werden von den anderen Katzen aus dem Weg geräumt. Hab mit dem mit der Katze mit dem zweiten verwechselt. Ach, keine Ahnung. Genau, ne? Hip-Hop-Cat ist die hier und ich habe sie mit den Drama-Cats hier. Ich denke, das wird die Drama-Cat sein. Ich werde sie auf jeden Fall so nennen. Passt schon. Bah! Nein, sie konnte nicht angreifen. So eine Schande, aber auch so Kängurus nehmen auch viel Geld. Kängurus bringen viel Geld, Motten bringen viel Geld. Der Rest eigentlich nicht so wirklich, ne? Kängurus, Super Shoes! Gut, die Missionen sind aktuell tatsächlich alle sehr einfach. Wir werden ja wirklich mal ein bisschen durchmachen, ne? Wir müssen ja wirklich weiterkommen. Vor allem 60.000 Erfahrung ist immer wirklich viel. Muss man schon sagen. Shining Road, das ist wieder eine schwierige Map. Ist, glaube ich, die letzte. Könnte das sein? Ne, ist noch nicht. 1, 2, 4. Ne, ist noch nicht die letzte. Ja, die letzte ist immer schwieriger von den Stages. So, haben wir noch Kommentare? Nö. Also auf zu Folge 56. Dim, 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 dim. Kenn mich nicht aus mit dem Game, aber ich wollte einfach nur sagen, dass deine Videos, Projekte und Streams einfach nur geil sind. Außerdem bist du ein voll sympathischer Typ. Ich verstehe nicht, wieso irgendwelche Kack-YouTuber so viel Zuschauer haben und du zum Beispiel nicht. Schreibt Ken Pro. Danke dir. Du bist ein sehr großer Fan auf jeden Fall, habe ich schon gemerkt. Freut mich. Freut mich, wenn es euch gefällt. Dachte ja, nee. So, wir müssen öfter die ja nutzen, ist ja stark. Die Verwechslung haben wir schon geklärt. Genau, Meter haben wir getan. Na, dass ich diese Katze und die Katze verwechselt habe. Surfer Cat, der Floßtyp, also der hier, ist eine Alien-Einheit, weil sie denen den Freeze-Effekt gibt. Ah, okay, ja. Also nicht gegen die Motte gut, sondern gegen die Motte war der komische Surfer-Typ gut, der aus dem Boden kam. Aus dem Boden. Und ich hätte warten müssen. Ne, hätte ich warten müssen. Stößt mich keiner zurück? Das war eine einfache Mission. NCPEDL Minecraft Pocket Edition Download Expert wahrscheinlich heißt der. Kleiner Tipp, wenn du beim Kapitel Jail, das müsste das letzte sein, Jailbreak Tunnel bist und den Level The Great Escaper spielst, benutzt ein Treasure Radar, um die Einheit zu bekommen, sonst hast du nur eine 10% Chance, glaube. Ich probiere es erstmal ohne. Aber danke für den Tipp. Ja, danke dir. Das ist doch schon 2 Wochen her. Aber ich hoffe, er schaut trotzdem weiter noch meine Videos. Flammelöwe, wenn du die 100% über Capsules öffnest, solltest du The Dynamites ausführen, weil du da gut über... Gut, das ist schon weiter her, ne? Aber danke für den Tipp, Flammelöwe. Ich hätte ihn damals gerne benutzt, aber... kennst mich ja, ne? Nein, ich rede jetzt Tani. Schreibt eine interessante Stelle für dich, wenn du Lust hast. Versuch mal ein paar Level... vom SOL ohne den Überst zu schaffen. Dann weißt du nämlich auch, wie viel schwerer das Spiel ist, beziehungsweise wie viel Glück du doch gehabt hast, was wahrscheinlich 99% aller anderen Spiele nicht gehabt hatten. Ist halt so, ne? Dieses Spiel ist halt ein Gacha-Game. Und Gachas hat immer Luck. Großes Luck. Meta schrieb darauf noch, aber erst wenn er alle wichtigen Trueforms hat, sonst ist es ja klar, dass das schwerer ist. Kommt ja schon wieder keiner? Doch, hier müsste einer kommen, oder? Das Auge sieht so aus, als ob das ein Boss-Gegner kommt. Naja, aber klar. So, der bringt auch ziemlich viel Geld, der Ameisenbär. Der bringt richtig viel Cash. Deswegen werden wir mal ein bisschen investieren. Noch eine Tech und der ist eh down. Genau. Ja, richtig viel Kohle gebracht. Was habe ich schon mitbekommen bei vielen Gegnern, wie viel Geld die bringen? Ah, da guck mal, wie die einfach weggeratzt werden, die Gegner! Gut, dass ich ein... Oh nice, das war's schon. Ist das doch einfacher. Die anderen Sterne sind dann deutlich schwerer. Ich habe letztens nämlich, wo ist der dritte Stern hier? Hier, Western Street, den zweiten Stern auf der letzten Mission gemacht und der Gegner war ultra, hier, der Typ war ultra hart gewesen, der Rote. Vielleicht aber auch, weil ich nichts gegen Rote dabei, das kann auch sein. Ja, der hat ziemlich viel Schaden gemacht.
Es kann sein, dass die anderen Sterne halt deutlich schwieriger sind. Jetzt haben wir auf jeden Fall Never Ending Cat Story erledigt. Welche Stufe hatten die denn? Expert alle nur, okay. Wir werden jetzt also, ich guck mal ganz kurz, ob wir irgendwie einen Identified haben. Nope. Alle noch unidentified. Auf geht's zum nächsten, Leute. Wir haben noch viel zu tun. Castle of Fish. Erste Stage ist Expert. Ein Fischkessel. Hat er nicht gesagt, dass... Nee, Jailbreak Tunnel. Okay. Das Sea Whispers, die Seeflüsterer. Jetzt müsstest du noch Surfer-Cat entwickeln, schreibt Isaac Burrows. Tipp für die Epic Catfruit. Nach Abschluss von einer Catfruit-Stage wird man manchmal gefragt, ob man zu einer neuen Stage namens Catfruit Jubil. Die Chance für eine Epic Catfruit ist doch ziemlich hoch und man kriegt immer eine Catfruit. Die Stage ist ja auch ziemlich schwer, jedoch kostet sie nie Energie, also kannst du sie immer probieren zu schaffen. Sie erscheint von 15% bis 5% bis 50%. Was? Sie erscheint von 5% bis 50% auf. Was? So, Meta schrieb darauf noch, man kann die Regenbogenfarbene Frucht auch durch reines Glück in den normalen Farming-Levels bekommen. Die Chance ist allerdings sehr gering. Ja, ne, ist okay. Muss man das farmen. Okay. Juliane Schröder schrieb, ich hänge... Oh, das war schon. Ich hänge noch die ganze Zeit in Into the Future Chapter 1 Pilly Pines, aber das heißt fest, um welche Tipps. Ich könnte mir höchstens The Great Island oder sowas vorstellen, ne? Flammenlöwe bestimmt auf jeden Fall vielleicht die Treasures Farm am besten auf 100%, die wirst du definitiv brauchen, sonst wird's echt schwer. Meta schrieb eigentlich immer dasselbe bei den ersten Levels, Treasure Farm, Katzenlevel, wenn es immer noch nicht klappt, immer mal wieder andere Katzen ausprobieren, also klar, seine Taktik umstellen. Und da habe ich geschrieben, viel kann man da nicht machen, halt täglich ein Login mit dem Cat-Ticket und XP-Farm, um halt seine Katzen aufzurüsten. Aber ganz wichtig auf jeden Fall immer, das Wichtigste immer, wenn ihr nicht weiterkommt, erstmal Treasure Farm. Immer. Ja. Weil die Treasures sind so, so strong. Okay, dann werde ich letzten Treasures farmen und dann jeden Tag einloggen. Und sie hat noch geschrieben, mein Sohn hatte gefragt. Oh, wie süß. Ja, viel Erfolg dabei. King Rylo schreibt, wie hast du die Odyssee auf schwer geschafft? Weiß nicht, es gibt im Battle Cats keine Odyssee, deswegen weiß ich nicht, was er meinte. Konnte ich also. Und der hat auch gar nicht darauf reagiert. Typ, ey. Okay, jetzt sind super viele Schweine, die wir mal kurz. Ah, die werden alle drei gleich gekillt, wa? Ah, das war schlecht, oder? Ja, war nicht. Ach, schade, werden alle drei gleichzeitig gekillt. Egal. Ist ja eigentlich irgendwie ein schwarzer Rahmen, sehe ich gerade. Nervig, oder? Sorry, dass ihr die letzten fünf Folgen mit diesem hässlichen schwarzen Rahmen unten rechts. Ich habe außerdem mal Bluestacks verstellt gehabt von der Größe her. Und den musste ich tatsächlich wieder einrenken. Es tut mir leid, dass da so ein schwarzer Balken war. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr getriggert. Octopus C. So, Meta wurde bei 3.35 empfehlen, die zuerst zu entwickeln. Was würdest du zuerst entwickeln wollen? Ich muss mal ganz kurz hier Pause machen. Einen Moment. Gucken wir uns das Video hier an. Du siehst, dass es dreht. Ja, was ist denn das hier dann gewesen? Das hier ist, glaube ich, die... Okay, die Hip-Hop-Cat soll ich evolven. Das andere war die Drama-Cat gewesen. Ja. Okay, wir brauchen die da. Also er möchte, dass ich die da evolve. Und einfach diese, ohne Scheiß, diese Drama-Cats, die sind viel zu strong. AOE-Schaden mit so viel Damage, die sind einfach underrated, tatsächlich. Also ich fand sie bisher, habe ich bisher underrated verwendet, weil ich einfach andere starke Units auch im Team hatte. Oder er möchte, dass ich die zuerst entwickle. Wegen dem Money-Up-Fähigkeit. Jedes Mal, wenn der Gegner killt, kriege ich deutlich mehr Geld. Ja, das ist die Money-Up-Fähigkeit, die damals auch der Ninja hatte. So, Isaac Bro schrieb noch, Mitama ist die beste Katze im Spiel, also die beste Über-Rare. Eine beste Katze gibt es nicht. Du hast hier recht, aber der wahre Champion wird die True Killer Cat bleiben. Ja, da unterhalten sich zwei, von denen ich keine Ahnung habe. Meta und Isaac. Poseidon Rest. Die Ruhe des Poseidon wahrscheinlich, oder? Also Mitama scheint die beste Katze im Spiel zu sein, die werde ich wahrscheinlich nicht so schnell kriegen.
Flammenlöwe schrieb, Level 30 ist nicht das Maximum. Ich glaube, nach Into the Future Chapter 2 schaltest du das frei, dass du die noch höher machen kannst. Ich habe heute Las Vos gezogen, der über 300.000 Schaden machen kann auf Level 30, aber nicht immer. Normal macht er über 100.000 Schaden. Das ist aber auch ganz ordentlich. Nicht schlecht. Kenne ich gar nicht. Ich werde mal kurz nach Las Vos gucken. Einfach mal googeln nebenbei. Las Vos. Ja, wird mir gleich schon angezeigt. Battle Cats. Eine über Rare Cat. Die sieht aber schön aus. Es hat einen fliegenden Kopf. Mit zwei Händen. In den Händen, also sind eine Hand mit vier Krallen. Und in den Handflächen ist jeweils noch ein Auge drin. Und über dem Kopf, über den zwei Augen in der Mitte, ist halt noch ein drittes Auge. Und hat zwei Dämonenhörner. Also ist eine interessante Katze. Sehr stark auf jeden Fall. Und ich wollte mir die Strongest Cat nochmal angucken, ne? Was hat er gesagt? Mitsama, ne? Mitama. Schauen wir uns doch mal an, warum sie die beste ist. Miku Mitama oder Dark Mitama? Gucken wir uns noch weiter an. Ja, gute Frage. Mitama gibt mehrfach scheinbar was. Mitama der Oracle, Miku Mitama, Miku Mitama. Okay. Moonlight Beach. Gucken wir uns mal beide an. Das müsste Miku Mitama sein, ne? Dark Mitama ist wie Cassie. Cassie gibt es als normale Cassie und Dark Cassie. Aber ich denke mal, Dark Mitama könnte stärker sein. Dark Mitama sieht doch viel geiler aus. Aber Mitama ist jetzt nicht so strong, ne? Von den Werten her. Die normale Miku Mitama hat nur 30.000 Leben auf Level 30. 21.000 Schaden. Alle 5 Sekunden greift sie an. Und okay, kann 15 Mal zurückgestoßen werden, ist auch gut. Und was hat sie für Fähigkeiten? Viele Knockbacks. Okay, kann Knockbacken, ist auch gut. Verlangsamt Traded Enemies. Ach, günstig und sehr oft spammable. Okay, wie teuer ist sie denn? Mal parallel. Recharge Time 167 bis 150 Sekunden. Das ist aber nicht wenig. Miku Mitama kannst du halt gut spammen. Die Entwicklung davon ist halt ultra. Also die normale Entwicklung. 24 bis 15 Sekunden. Je nachdem, wie hoch sie ist. Okay, warum soll die beste sein, Leute? Das verstehe ich nicht. Gucken wir uns Dark Mitama an. Okay, Dark Mitama hat grundsätzlich eine hohe Respawn-Rate, immer so von 3 Minuten. Okay, Miku Mitama wird schon die richtige gewesen sein, denke ich. Hat auf Level 30 ohne Entwicklung 8500 Leben, 8500 Schaden als AOE-Angriff. Und hat er dann nur die 15 Sekunden Respawn-Zeit. Macht es deswegen stark? Ich glaube nicht, oder? Fast Attack und Attack Animation, Long Distance Attack, Resistant to Traded Enemies, Immun gegen Waves, Knockback, Freeze, Slow and Weaken. Aber ich muss mich tatsächlich... Weiß ich nicht, warum die stark sein soll. Also, kann mir einer mal erklären, warum die stark sind. Also, ich kann jetzt aus den Stats nicht herauslesen, dass sie strong ist. Nicht als stärkste über Rare Cat. Coral Reef. Machen wir das noch. Fakt ist, Fragezeichen. Cats sind die Legend Rare Cats. Jo, danke, Ekrim Ali Tongal. Habe ich mittlerweile dann irgendwann auch verstanden gehabt, nachdem ich meine Legend gezogen habe. Surfer Cat und Schwimmer Cat ist übrigens nicht dasselbe. Danke, Meta. Genau, das ist nämlich die Surfer Cat und die Schwimmer Cat ist die andere Einheit, die wir davon genutzt haben. Schwimmer ist schnell und gut gegen Floating. Surfer, das muss ich mir übrigens aufschreiben. Das ist ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Meta. Meta, Doppelpunkt. Muss ich mir merken. Irgendwann wird es in meinem Kopf sein. Irgendwann. Okay, gehen wir auf zu Part 57. Aber wir haben gar nicht mehr so viele Folgen tatsächlich.
Es ist zwar immer noch was, aber es ist noch nicht. Ah, hier, die bringen auch viele Pudel. Die müssen mal ein bisschen aufrüsten hier. Das war okay. So, der Ameisenbär wird ultra viel Cash bringen. Können wir den gleich killen? Können wir killen, ne? Ja. Das Geld, Alter. Guck ich das Cash an, was ich von dem Dude kriege. Das ist so abartig. Wir werden es wirklich hier weitermachen. Ich glaube, wir haben wirklich sehr gute Chancen, bestimmt so locker zu Kapitel 20 oder so zu kommen. Weil die ganzen Gegner sind aktuell echt nicht so strong. Gut, Leute, an der Stelle aber eine kleine Pause. Ich danke alle für die bisherigen Kommentare und alle für die zukünftigen Kommentare, die ihr auch in diesem Video schreiben werdet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Battle Cats. Miau, miau.